Hallo, hier ist der Albert. Ich möchte euch mal zeigen, wie man bei Xplane 11 online fliegt, und zwar für jedermann. Das ist eigentlich ganz einfach. Zuerst muss man ins Internet. Moment. Und dann muss man das da wegmachen. So. Und hier gibt man ein X minus Flight Server .net. Okay, das ist dann hier. Und wenn man die Seite hat, dann kann man sich, das ist in Englisch, kein Problem. Members geht man auf Sign Up und trägt seine Daten ein. Und man kriegt dann später per E-Mail eine fünfstellige Zahl genannt, die man eintragen muss, wenn man sich beim Server anmelden möchte. Und dann braucht man natürlich noch Files für Xplane 10 und 11. Hier Windows, Download, X-If-App, Windows 64-Bit. Und das lädt man dann runter. Und der Inhalt von Plugin kommt dann bei Plugins rein. Und schon hat man den Server im Spiel. Jetzt, das war eigentlich schon alles. Ich kann mal kurz zeigen, wie das aussieht, wenn ich jetzt Xplane 11 drücke. Dann, ich hoffe, es funktioniert. Ja, dauert es eine Weile, bis es lädt. Und dann machen wir zum Beispiel einen neuen Flug. EGLL zum Beispiel, Ortszeit so, Flug beginnen. Dauert wieder ein bisschen, obwohl es eine SSD ist, okay. Ist man ja gewohnt beim Flugsimulator. Und auf jeden Fall auf dem Server sind sonntags ist da immer Flight In, und abends sind da jetzt einige Leute da. Das Gute ist, dass man dieses ganze die ganze Flugprozedur nicht durchführen muss. Man kann einfach drauf losfliegen, ohne sich an den Tower zu halten oder so. Das finde ich halt großartig bei dem Server. Und ich hoffe, dass sich da noch einige finden, die online fliegen möchten. Also ist immer noch beim Laden. Jetzt muss man etwas Geduld haben. Ich hoffe, das wird noch was.
Ja, es geht weiter. Mal einen Schluck Kaffee. Ich möchte eigentlich nur zeigen, wie das dann aussieht mit dem Server. Das ist so ähnlich wie bei einem FMC. Und sehr einfach zu bedienen. So, also wenn man den Server installiert hat und dann geht man zuerst auf Main, dann oben ACARS, Send Flight Plan, dann gibt man die Uhrzeit an, Flughafen und Zielflughafen, den Namen noch, ja, und die Uhrzeit. Dann drückt man Send Flight Plan. Dann sieht man hier Flight Plan Prefiled. Ich bin jetzt schon im Server angemeldet. Und dann drückt man nur noch auf das schwarze Connect und Connect. Und man ist im Server drin. Wenn man das Bild nicht mehr haben will vom Server, geht man auf Plugins. XIF-App, Toggle, XIF-App, Main Window. So, dann ist das weg. Also ich wünsche euch viel Spaß und hoffe, dass euch meine Erklärung geholfen hat. Tschüss.